Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind letzten Part sind wir jo, die Monolithen gegangen und es war ja noch ein bisschen schwer. Aber mittlerweile sind wir stärker, wir haben endlich den Ring equippen können. Wir haben noch schlechtes Equip, das jo, müssen wir zuerst finden. Jo, letzter Zeit habe ich so ein bisschen gemerkt, ja, das Spiel geizt ein bisschen mit Items, weil die meistens erst ab einem bestimmten Gegnerlevel oder so droppen. Und wenn wir dann auch nichts haben, müssen wir halt, ja, wir sind einmal gestorben und sind, glaube ich, ja, mal mehrmals in Lebensgefahr gewesen und so. Müssen wir uns ein bisschen durchbeißen. Aber jo, es geht besser und ja, ich habe jetzt noch vergessen, das Schild auszurüsten. Dankeschön. Jo, müssen wir jetzt mal gucken, so, dass er das eingesetzt hat, wie weit er laufen musste. Cool. Nicht so cool, aber so. So, eben der Bild braucht ein bisschen zu rechargen, also Waffen werden nicht so schnell gespawnt. Aber dann geht es immer sehr gut. Ich mache den WC sonst. Also am Anfang. Die ersten 2 Sekunden oder so. Ja, und die Gegner sind natürlich auch sehr zäh. So, da haben wir irgendwas. Schauen wir später an. Necro Damage Chamber. Jo, eben das Spiel. Es fasziniert mich immer wieder, wie schwer mir das Spiel manchmal auch macht. Oder man hat nicht so viel Zeit. Ein Spiel, das recht viel Zeit beansprucht. Man ist so ein bisschen, ja, manchmal so am Denken, ich muss mehr suchten, weil das Spiel mir das so sagt. Oh. Aber das ist ja auch dieses Sucht, was die Hack and Slay so machen. Die machen süchtig. Ich finde, das geht völlig in Ordnung. Auch wenn ich eben, ja, auch nicht so viel Zeit habe für so zeitintensive Spiele, finde ich es trotzdem, ja, eben, ja, man muss ja auch nicht unbedingt in den Top sein, oder? Ja, es gibt genug Leute, die immer in den Top sein wollen. Muss man nicht unbedingt sein. Ich finde es ist doch viel schöner, wenn man es einfach ein bisschen chilliger angehen kann. Genau, hier ist leider Sackgasse. Hm. Wir wollen noch den Schrein. In der holen wir uns den Schrein. Mit Gold. Ah. Aber, so, ich sehe. Hm, 3 Äxte, die machen schon echt viel Schaden. Cool. Gab es das 20% oder so? Steht halt nirgendwo. Ja. Also die Armor, die muss noch ein bisschen mehr aushalten, aber wir können sie schon mal ein bisschen beschwören, aber wahrscheinlich schnell wieder sterben. Wir brauchen einfach besseres Equip. Das muss die Armor auch noch ein bisschen zählen. Also versuchen wir mal, vielleicht heute auch den Boss zu machen vom ersten Monolithen. Aber Chulra, die tue ich jetzt noch nicht. Die war ein bisschen zu schwer mit dem Totem. Mans, ich schon mal. Bin übrigens heute schon um 7 Uhr aufgestanden und darf nicht mehr weiterschlafen. Und jetzt ist, glaube ich, irgendwie so 8 Uhr 45. In 11 könnten wir gehen. Sehr gut. Ist hier unten? Okay. Ach, ein Gegner gestorben. Also der war ja nicht so schwer das letzte Mal. Diese, ja, Leuchtfeuer, nenne ich sie jetzt mal. Die waren ganz am Anfang, wo sie eingeführt wurden, noch ein bisschen zu stark für mich. Also ich war ja noch nicht so weit damals. Weil ich diese Gegner da noch nicht kannte, kamen auch erst gerade zuvor oder währenddessen raus. Das ist mir eigentlich ganz einfach.
Nicht abhauen, sondern reinlaufen ist die beste Methode in Angriffen. Ja, und sonst haben sie auch nichts zu bieten, sind zu langsam. Sind doch viel zu langsam. Außer sie wurden irgendwie so mehrere Map-Mods mega auf Geschwindigkeit gebracht worden. Jo. Critical Strike, Everdance. Nehme ich mal mit. So, jetzt haben wir noch zu skillen. Weiter, das ist fertig. Eigentlich die Strange. Und hier auf 10 schon. So, dann können wir noch mal kurz schauen. So, jetzt kommen wir noch zu dem Schild. Ah, jetzt habe ich das Schild nicht eingesammelt. Das hat ja Blockchance. Habe ich ja nicht equipped. Okay. Muss ich dann nach diesem sicher machen. So, ich habe überlegt, was ich noch für ein Bild machen soll, nachdem dieser Bild einfach ans Limit kommt. Wird natürlich noch ein bisschen dauern. Vielleicht kommt dann noch ein besseren raus. Aber ich möchte eventuell noch einen Smite-Ding machen, Sentinel, aber das ist Sentinel und dann wahrscheinlich Paladin. The White Knight, weiß es nicht genau. Auf jeden Fall. Yo, will ich nicht schon wieder einen Sentinel machen? Und. Jo. Ich hab einfach Lust, mich ein bisschen abzulesen mit den Charakterklassen. Wird halt schwieriger so. Aber. Ja, wir werden ja dann sehen, was. Auf jeden Fall etwas, was ein bisschen weiterkommt. Ein Leash, ja, ich bin nicht so Leash-Fan. Leashs haben leider manche Skills, die ein bisschen auf die Nerven gehen. Okay. Ja. Physik Engine ist immer noch am Ball. Sehr gut zum Ziel. Es hat immer das Single Target, oder? Und dann läuft der Charakter irgendwo schräg und dann trifft er nicht mehr, weil er nicht drauf zieht. Ja. So, danke schön, liebes Wetter, ne, dass du jetzt so keine Luft hast. Ja, durch den Ring sind die Schwerter doch ein bisschen zäher. So. Sehr wenig Blockchance. 11 nehme ich mit. Geht's jetzt gleich wieder? Ah, meinem Hals muss man immer befehlen. Hey, wieder. Funktioniert wieder, dass ich wieder reden kann. So. Also, ich möchte das Schild ersetzen und kann ich nicht gebrauchen. Schade. Komm, verkaufen wir die Sachen auch noch kurz. Wir haben auch recht Geld, denke ich mal. Okay, sehr wenig. Also die Verkaufspreise könnten sie mal nach oben. Das ist jetzt gerade nicht so hoch. Also, wo wollen wir jetzt hin? Reiter. Zum Gold einsammeln. Und dann haben wir es gleich. Okay, Arena. Ich denke, ich nicht so schwer sein. Die Gegner sind zäh. Oh, fast noch reingelaufen. Ja, in letzter Zeit habe ich ein bisschen viel vor. Ist noch da.
Ich muss noch Wecker aufstellen. Merkt ihr langsam, wie ich ja, nicht ganz so früh aufstehe sonst. Ich bin meistens früher wach. Den zweiten Wecker noch aufstellen. Jo, und dann habe ich den ganzen Tag immer viel zu tun. Und aufnehmen tue ich meistens am Morgen. Dann bin ich am fittesten, am frischsten, kann ich einfach den besten Content bieten. Und manchmal, wie zum Beispiel die letzte Folge, auch am Abend. Aber dann habe ich meistens nicht mehr so viel Bock zum Abnehmen. Lieber Livestream. Livestream kann ich mich viel besser entspannen und so. So, lasst mich mal ein bisschen mehr. Ich muss mich ein. Ich dachte, es droppt einiges an. Die Potion einfach so. Aber dankeschön. Ja, die Gegner sind nicht gerade leicht. Wir haben sehr wenig Nekrotik-Resistenzen. Diese, ja. Augen. Tentakel-Augen. Wer hat den eigentlich erfunden? Also ist von Dungeons and Dragons, glaube ich, das erste Mal. Ich glaube, doch ein Addon, das hieß von einem Spiel Mask of Betrayer. Das ist Neverwinter Nights gewesen. Aber das Auge, glaube ich, da ist ein Beobachter, der Bay of Betrayer ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt. So. Also die Gegner machen sehr viel Schaden. Wir müssen uns gegeben haben. Lass mich doch mal kurz. Das sind gerade wieder. Leider auch nicht so viel. Genau, muss ich dann hervorstellen. Sehr gut. Es sind vor allem die kleinen Gegner, die an Minions viel zu viel Schaden ziehen können, weil die einfach nur blöd sind. Furzdumm und blöd. Aber ja, die laufen einfach rein und die machen halt schon viel Schaden, wenn man nur reinläuft. Jo, sind wir fertig, noch einen oder zwei. Nehmen wir noch ein bisschen. Oh. Nein, lieber nicht. Haste. Dann nehmen wir noch... Nicht helfen. Gegen Bosse will ich nicht helfen. Und Damage will ich ja nicht haben. Ja, ist irgendwo hier unten. Schritt Arm oder so. Nein, nicht Arm, Ding. Cool, dann so ist nicht. Resistenzen auch nicht. Boah, wir haben gar nicht so gute Auswahl. Ja, sonst mache ich schon Haste. Dann machen wir das. Ah, das können wir nicht erwähnen. Dann machen wir Dodge. Der Boss soll sich halt wegdodgen. Ja, der Bild ist einfach auch wegen den Helfs von den Minions war doch nicht ganz so einfach am Anfang. Habe ich auch schon gemerkt, dass ich den vor dem Multiplayer-Update gemacht habe, den Bild. Aber irgendwann mal hast du dann so viel Leben auf den Minions und so, dann geht schon in Ordnung. Bis es irgendwann mal wieder zu schwer wird. Aber ja, ich habe auch ein bisschen übertrieben. Wollte unbedingt noch ein Bild recht weit bringen können. Ja, mit anderen Builds habt ihr andere Probleme und so weiter. Also, ja. Es wird einfach uns schwer gemacht, aber das ist auch das Gute. Und viele wollen sie also. Diese Experten, die sich immer Experten nennen. Und so. Und so. Natürlich die Speedrunner oder die mega viel Spieler, die alles anpassen. Können oder ja, aber so Gelegenheitsspielen haben halt dann immer wieder ein bisschen Probleme, da manche Gegner dann immer ein bisschen zu schwer werden. Ja, und das ist auch gut so für die Motivation. Minion Damage, sehr gut. Wow, 84 Minion Damage, das ist um einiges besser, den wir haben.
gedacht, das ist ein Katalyst. Nein, das ist nur ein. Schön, dass die Items doch gut droben. Müssen wir aber noch schauen, dass wir da mehr Resistenzen oder so bekommen. Die sind irgendwo versteckt. Die findet man jetzt nicht so schnell. Denke ich mal, einfach auch, weil Entwickler da auch ein bisschen umgestellt hat. Also früher, ja, sagen wir vor einem Jahr, ist da noch mehr gedruckt. Die haben das irgendwie runtergestellt, dass es nicht mehr so viele Resistenzen-Items gibt. Und wenn ihr so wie ich jetzt gerade recht schnell hochgekommen seid, dann habt ihr die einfach noch nicht in den Monolithen. Im ersten Monolithen-Ding. Wir gehen ja auch rechts ran, damit wir den Helm noch bekommen. Und rechts hoffentlich haben wir mehr Chancen, so Resistenzen zu bekommen. Sonst bin ich ein bisschen genervt, dass ich nicht so schnell vorwärts komme. Ihr wahrscheinlich auch beim Zuschauen. Was ihr überhaupt ja, so ernst nehmt und weiterkommen und so. So, nochmal das Level ab. Die Gegner gefallen mir irgendwie ein bisschen. Wenn sie aus dem Zähr sind, sind die irgendwie cool. Aber neu. So, Minion Health. Das ist etwas, was ich brauche. Die müssen jetzt nicht so viel Schaden machen. Weil wenn sie sterben, machen sie sowieso keinen Schaden. Minion Health austauschen. Das hier austauschen, das ist viel mehr. Also 3 Melee blanke Cold Damage ist eigentlich auch nicht so stark. Hat nur 2 Health-Recken drauf. Weitere Resistenzen. Nein, nicht mit. Ja, okay. Möchte ich ein bisschen mehr. Was? Lightning. So, jetzt muss ich aber kurz schauen. Wieso gehst du immer weg? Also, Windows 11 ist manchmal echt doof, wenn der Browser einfach neu geladen werden muss. Das ist in Windows 10 ja nie der Fall gewesen. Ja, wie komme ich jetzt hier? Passive. Also da ist 5, da ist 6. Ich glaube, ich muss die Stärke von den Waffen hochtreiben. Und ja, dass wir mehr Leben haben, ist am wichtigsten. Also hier müssen wir eigentlich den Punkt noch hier rein tun. Dann haben wir 4 von 5, das ist das Maximum. Dann skinnen müssen dort. Und ja, Cooldown Recovery Speed, Attack Speed, sind wir auch dran. Und hier müssen wir, ja, hier rüber. Oder? Ja, umgeswitcht bin. Ja. Also einen Punkt hier und einen Punkt hier unten. Und hier ist, glaube ich, dieser Punkt hier noch vonnöten. Und ich glaube, hier dieser Punkt. So. Jetzt müssen wir aber langsam auch zu Wolken gehen, damit ich den Time Reverse Kill bekomme. Gut. Dann sind wir hier fertig. Und wir haben eigentlich. Haben wir das jetzt erreicht? Das ist über. Okay, dann machen wir die 3 Missionen noch. Wir haben auch noch kurz, wenn das ladet. Gut. Ich habe ja eben leider keinen zweiten Monitor mehr. Also der Hauptmonitor, der ist leider nicht mehr funktionabel. Und deshalb muss ich das so schauen. Aber sobald wie möglich will ich natürlich wieder umstellen. Also sobald wie möglich will ich dann wieder einen PC, also einen Bildschirm kaufen. So. Ja, die großen Gegner, die müssen nicht so früh kommen im Spiel. Also, können auch nicht so zäh sein, so früh im Spiel. Andere Builds haben mal ein bisschen weniger Probleme, aber, jo. Es gibt zum Beispiel jetzt momentan wieder so ein Perma-Freeze-Sorcerer, ab der ist immer Single-Target. Also, da musst du recht lange kämpfen. Ich könnte mal ausprobieren, ja. Ich mag einfach diesen Angriff nicht, der,
Der Blitzangriff, Ballleitung, Ballleitung ist ja aus auf Echse. Ich weiß gar nicht, wie der genau heißt. Schön hast du geschossen. Weg damit. Ja. Einer heißt Static Orb. Ich glaube, es ist Static. Nein, es ist nicht Static Orb, der andere ist einfach Lightning oder so. Und der immer gerade auszuschießen, das geht einfach so ein bisschen auf die Nerven. Dass der dann nicht mehr chainen kann. Oh, hier ist sie endlich. Ich habe momentan noch einen, der diese Orbs nutzt, diese Summonscreen, rechts oben. Ich werde eventuell auch ein bisschen spielen, aber ich brauche einen Gürtel. Ich denke, er ist nicht ganz so mega stark, wie ich immer denke. Weil, wenn ihr ihn umgescaled habt oder einfach neu Spreaking Form holt, dann ist er immer so stark. Aber er eskaliert einfach viel zu schlecht. Das ist einfach das Problem. Du kannst nicht zum Mords Damage dann drücken. Ja. In Kombination mit den Ranken ist der B dann schon gut, aber da brauchst du einfach Level. Zum Leveln habe ich irgendwie das Gefühl, ja. Ist der Beet noch ein bisschen zu langweilig am Anfang, ohne so Ranken. Ohne, ja, zu viele Ranken. Oder man kann ja die Ranken nur zu dritt im Spawn und das ist relativ langsam. Bis sie da mal Attacks, also den Cast Speed Items habt und equippen könnt, ja, ist der Beet ein bisschen langsam, ein bisschen bored. Na gut, da gibt es ja auch diese Waffen mit dem Spande. Ich finde eklig, das macht richtig viel Spaß mit dem Bild. Aber er ist noch nicht so stark. Also eventuell doch nochmal so ein bisschen Damage draufhauen. Nein, Damage. Die Items. Es fehlt einfach an diesem ja, Schaden. Und die Minions, werden ja auch immer wieder beschworen. Also, ich denke, Schaden ist besser als Leben. So, da wir gleich schnell laufen. Ja, okay. Leben nicht. Gut, oder noch wieder ein paar beschwören. Weil wir jetzt gerade sehr viele Gegner haben. Hier oben ist doch einer. Da nicht irgendwann mal eine Kiste, nur in diesem Level nicht, aber in diesem Layout. So, erste Mission geschafft soweit. Jetzt kommen noch Idole, weißt du. Die Frau, die wir im Dunkel sind, die nehme ich. Jetzt alle gerade drauf, okay. Volles Punkt aufs Maul. Der gehört ja gut. Also Schaden machen sie schon, wenn sie auch ein bisschen konzentriert auf einen Gegner hauen können. Und die Minions werden jetzt ab Level 60, was bin ich jetzt eigentlich? 57. Ab Level 60 werden sie schon stärker. Irgendwie willst du. So, dann machen wir das nächste. Ah, ich muss mal kurz schauen wegen der Dame. Ja. Die Mission machen wir noch und im nächsten Part können wir dann den Boss machen. Gerade bei 24 Minuten, das werde ich wahrscheinlich finden. Besser als ich hier gefangen im Spiel. Oh, ich mag nicht einen Bildschirm dazu haben. Ich mag es zwei Bildschirme zu haben. Drei ist vielleicht schon ein bisschen zu viel. Einen kleinen Bildschirm unten dran oder so. Ich habe mal wirklich gedacht, ich habe mir so einen ganz langen, aber gar nicht hohen Bildschirm. Einfach um irgendwelche Kommentare lesen zu können oder so von Livestreams und so weiter. Aber jo, da muss ich mich noch ein bisschen umschauen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich günstig ist, ob es
gut ist, ob es haltbar ist. Und so Bildschirme sind meistens gar nicht so lange haltbar. Also diesen Bildschirm, der jetzt kaputt ging, der Hack-Bildschirm, der hat ja dieses G-Sync gehabt und das war eine Katastrophe, die FPS wirklich einzustellen zu können. Und ja, lief dann immer mit 2.000-3.000 FPS herum, jedes Spiel. Jo, und funktioniert immer noch nicht so gut, also ich habe viel weniger Probleme mit diesem Monitor, der nicht V-Sync hat. Das ist ein HP 24 Zoll Bildschirm. Jo, aber der hat jetzt auch nicht gerade so Vorteile, doch schon Vorteile, ist ein schneller. Aber den habe ich gekauft, um meinen Kommentar gut zu lesen und so. Und ja, auch nicht. Jetzt muss ich einfach hoffen, dass ich da noch ein Bildschirm finde ohne HDR. Ich finde HDR doch ein bisschen nervig für die Augen. Ich habe sensible Augen, wisst ihr. Manchmal so während dem Spielen direkt im Livestream auf Ding zu schauen, auf den Chat oder so, tut mir immer ein bisschen weh. Also es ist ja nicht so weh, sondern einfach, dass man halt einfach nicht so gut sieht, weil die Konzentration wieder eingestellt werden muss vom Auge. Ja, in dem Sinne so ein bisschen brennen, oder? Und da will ich eben einen großen Bildschirm haben. Also ich habe wieder ein bisschen Platz machen auf dem Schreibtisch, aber gut. Ich habe so einen Tisch, der höhenverstellbar übrigens ist. Und auch nur ein Tisch ist kein Schreibtisch sozusagen. Das ist nur ein Tisch. Aber da ist optimal so vergeben. Ja. Weil er eben auch unten Beinfreiheit und oben auch kein Regal, nichts hat. Ja. So, also. Gut. Das haben wir geschafft. Also, Dankeschön fürs Zusehen. Ich werde noch kurz die Items an. Das ist Poison Damage, das brauche ich nicht. Lunch und Damage Taken brauche ich nicht. Das könnte ich ein bisschen gebrauchen wegen dem Health. Ja, okay. Was noch? Die Resistenzen. Also Necrotic Damage tauschen wir aus mit Lightning Damage. Lichter. Fire Penetration brauchen wir nicht. Ja, also die Rüssi, die Axt legen wir weg. Und dann die brauchen wir eventuell zum Legendary machen. So, die Rüssi, die geht dann nach vorne. Das noch hier rein. Und dann brauche ich auch bald ein bisschen mehr Lagerplatz. So, die Rüssi haben wir endlich. Der Rest kann ich wegwerfen. So, gut, muss killen. Ja, der Punkt war's. Jo, danke schön fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss.